Ein Schwertransport, der über das Emsland hinaus in ganz Deutschland für Aufsehen sorgen wird. Scheiße. Eine XXL-Rettungsaktion. Der zweite Versuch. Gehen Sie zurück. Zurück. Das gehört dazu. Einfach kann jeder. Sonntagmorgen. Zwei dieser Gastanks sollen heute durch das niedersächsische Emsland transportiert werden. Knapp 40 Meter lang, ein Durchmesser von 7 Metern. Bart van den Belt ist Projektleiter und trägt die Verantwortung. Er arbeitet für das niederländische Unternehmen, das europaweit solche Transporte durchführt. Wir haben alles sehr gut vorbereitet. Deswegen... Wenn wir einmal fahren, dann geht das. Das ist kein Problem. Vielleicht auf bestimmte Punkte müssen wir ein bisschen mehr manövrieren oder weniger manövrieren. Aber das kriegen wir hin. Die Vorbereitung, das war das schwierigste Punkt in diesem. Auf diesen hydraulischen Spezialtiefladern ruhen die 240 Tonnen schweren Tanks. An vielen Stellen auf den knapp 60 Kilometern von Haselünne zum Hafen von Dörpen wird es eng. Abschüssige Straßen. Breite Bäume. Und läuft alles soweit gut? Bitte? Läuft gut alles soweit? Ja, soweit läuft es alle. Ja, ist auch ein bisschen beschnitten worden, oder? Ja, man, wir konnten die große Asse nicht beschneiden. Ja. Das war nicht gut für die Bäume und deswegen müssen wir dann die Farbe ändern. Okay. Klaus Hackmann, der Einsatzleiter der Polizei. Also hier verläuft oberhalb der Straße eine Hochspannungsleitung, die noch unter Strom steht. Jetzt wissen wir nicht, ob die Höhe ausreicht. Hier muss der Transport drunter durch. Ein Mitarbeiter des Stromanbieters ist dabei. Er veranlasst, dass der Strom abgeschaltet wird. Erst jetzt können die Männer kontrollieren, ob die Leitungen etwas hochgedrückt werden müssen. Gemeinsam entscheiden Transportteam und Polizei, Platz genug. Die Gastanks können ungehindert weiterrollen. Der Transport erreicht Sögel. Die Hälfte von Haselünne nach Dörpen ist gemeistert. Eigentlich sollten die Tanks schon vor 9 Monaten den Ort durchrollen. Doch das wurde kurzfristig untersagt. Der Grund? Diese Bäume. Rückblick. Dieselbe Stelle im Mai vergangenen Jahres. Zahlreiche Bäume wurden regelrecht halbiert. Von einer Firma im Auftrag des Transportunternehmens, aber ohne Genehmigung. Plötzlich war die Gemeinde von Bürgermeister Günter Wiegbers bundesweit in den Nachrichten. Uns hat das natürlich sehr verärgert, weil man uns hier ortsbildprägende Bäume, sehr junge, vitale Bäume, derart beschädigt hat. Das trifft hier den Nerv der Bevölkerung schon. Das ist wirklich eine Verschandelung der Straße. Ein Wort, unmöglich. Ein Gericht stoppte den Transport. Vorerst. Jetzt, ein Dreivierteljahr später, darf er rollen. Doch nun steht diese Laterne im Weg. Es ist alles knapp. Aber es sind verschiedene Leute, die sind dabei. Also zurücksetzen und neu anfahren. Das gehört dazu. Einfach kann jeder. Geschafft. Ein weiteres Problem für die Polizisten Klaus Hackmann und Hans-Gerd Hessling: Die Menschen stehen zu nah an der Straße. Das ist jetzt auch die Hoffnung, dass sie jetzt auch das begreifen, dass sie stehen bleiben, um den Transport nicht zu behindern. Dann passiert es.
In einer auf den ersten Blick vollkommen unspektakulären Kurve. Das Worst-Case-Szenario für alle Beteiligten. Behälter ist gekippt. Ja. Ja, da berichten wir von einem guten Verlauf und dann passiert sowas. Und an der Stelle, wo es eigentlich nicht gehört ist. Entsetzen am Unfallort. Wie konnte der Tank an dieser Stelle verunglücken? Ausgerechnet an einer Stelle, die in der Vorbereitung keine Rolle gespielt hat. Projektleiter Bart van den Belt ist fassungslos. Wie die Polizisten Hackmann und Hässling. Einziges Trostpflaster, keiner ist verletzt worden. Der bisher so reibungslos verlaufende Schwertransport, er endet in diesem Graben bei Sögel. Einsatzleiter Klaus Hackmann. Er muss zunächst geborgen werden. Wir brauchen dafür eine erneute Genehmigung. Und solange wir nicht die Ursache dafür kennen, was der erste Transport als Fehler hatte, als Mangel hatte, können wir nicht ausschließen, dass der zweite Transport den gleichen Mangel hat. Und bis wir das nicht wissen, rollt nichts mehr. Der nächste Tag. Stau in Sögel. Denn der Gastank im Graben versperrt eine wichtige Umgehungsstraße. Gleichzeitig beginnt die Ursachenforschung. Polizei, TÜV und die Transporteure um Bart van den Belt müssen in minutiöser Kleinarbeit herausfinden, warum der Tank ausgerechnet in dieser unspektakulären Kurve umgekippt ist. Noch ist kein technischer Defekt gefunden worden. Die Behörde für die Ursache, um das zu klären. Wir können ja nur ein Ausschlussverfahren machen, haben wir eben gesagt. Bürgermeister Günther Wickbers ist auch fassungslos. Erst die halbierten Bäume, dann dieser Unfall wieder in Sögel. Dass das hier beginnt? Also, wir haben ein Desaster gehabt, schon bei der Vorbereitung dieses Transports. Dann folgte jetzt gestern Mittag das zweite. Wir waren natürlich sehr verärgert darüber, dass hier offensichtlich nicht besonders professionell gearbeitet worden ist. Am kommenden Tag Einladung zur Pressekonferenz, denn nun ist der Grund gefunden. Die Hydraulik wurde in der abschüssigen Kurve falsch bedient. Menschliches Versagen. Entschuldigung vom Geschäftsführer des Transportunternehmens. Wir sind uns dessen bewusst, dass dies allen Beteiligten, einschließlich aller Bewohnern, Verkehrsteilnehmer, Grundbesitzer, aber auch unserem Kunde große Unannehmlichkeiten bereitet hat. Uns ist das Ausmaß bekannt und wir möchten uns bei allen Beteiligten entschuldigen. Die Arbeit beginnt direkt. 1.500 Quadratmeter Acker müssen für die 4 Kräne befestigt werden, die den Gastank bergen sollen. Rolf steigt erst im Schaffen, um auf die. Ja. Er ist jetzt verantwortlich. Bert Weidemann wird in den kommenden Tagen mit seinem Team versuchen, den Tank sprichwörtlich aus dem Dreck zu ziehen. Erste Aufgabe, Vorbereitung der Kräne. Hier für die Backenmatratzen, wo die Kranaufstellung aufkommt. Die setzen wir eben ausmessen, dann kann er mit LKW die Platten legen. Und wenn ein Kran kommt, dann in einmal drauf. Bert war selber Kranfahrer. Er kennt das Handwerk von der Pike auf, ist seit über 30 Jahren bei dem Unternehmen. Auf ihm lastet jetzt die ganze Verantwortung. Nach erstem Zögern hat sich die Firma entschieden, in die Offensive zu gehen. Sie wird sich trotz des Unglücks weiter mit der Kamera begleiten lassen.
Die Holzbohlen sorgen für noch mehr Stabilität am Boden, denn die Kräne müssen fest und sicher stehen. Der kniffligste Moment für Bert und seine Kollegen ist, wenn der Tieflader erstmals bewegt und vom Unglückstank getrennt wird. Natürlich, das ist Spannung. Irgendwo wollte der Tank hin. Wenn er freikommt, muss wir langsam gucken, was er den Tank macht. Was er in den Boden macht, was der Roller macht. Ja, die kann man nicht einmal sagen, hopp, frei. Und das ist langsam Gewicht aufbauen und dann gucken, was er macht. Schon 24 Stunden später stehen die vier Kräne. Zwei kleine sorgen für Stabilität, die beiden großen sind für das Gewicht zuständig. Zuerst soll der Tieflader geborgen werden, den der Unfalltank mit in den Graben gerissen hat. Noch weiß keiner, wie der Tank reagiert, wenn der Tieflader entfernt wird. Gut so. Gut so. Dann können Jos und Franz langsam hochziehen, bis das Seil stramm ist. Jetzt geht es los. Jos, könnt ihr mit ein paar Mann Holz drunter packen? Bert hat kein gutes Gefühl. Jetzt droht der Unglückstank zu rutschen. Die Holzbohlen sollen ihm Halt geben. Okay, komm mal weg. Okay, kommt da mal weg. Jos, habt ihr noch ein bisschen Kapazität? Ja, hab ich noch. Ja, Jos und Franz, dann gebt noch etwa 2 bis 3 Tonnen dazu. Der Tieflader setzt sich in Bewegung. Jetzt kommt es darauf an, was der Gastank macht. Jos und Franz, Sie sind getrennt. Lass ihn erst einmal hängen. Ein Glück, der Tank bleibt an Ort und Stelle. Jos, wie viel Gewicht hast du am Haken? 37 Tonnen. Jack, hast du gehört? Ja, 37 Tonnen. Nach einer Stunde haben sie es geschafft. Der Tieflader, im Fachjargon Roller mit seinen 120 Rädern, berührt wieder die Straße. Nun demontieren die Roller und die Roller werden dann aufgeladen. Und dann wird die Kran an die Seite gesetzt, sodass die Straße wieder frei ist für Morgenarbeit. Der nächste Morgen. Die Kräne wurden abgebaut. Der intakte Gastank kann nun vor den Unglückstank geschoben werden. Denn der intakte soll schnellstmöglichst zum Hafen nach Dörpen transportiert werden. Hat er sich aber auch verdient. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Meine Güte. Ja. Wir vermuten, dass der ja wieder zurückgeht zum Hersteller. Und den könnte man ja schon nach Richtung Dänemark schicken. Ne? Der soll aber da reparieren, der hier kommt nicht wieder zurück, sondern wird dann da repariert. Ja? Ja, ja. Das ist einfach so. Wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Jetzt kommt er da wieder zurück. In Rotterdam oder da wird er repariert. In Dänemark. Ja, Dänemark. Dänemark. Guck mal, ja. Du warst ja. Die bleiben hier liegen. Auf der anderen Seite kommen die anderen oben drauf. Auf Hochtouren laufen nun die Vorbereitungen für die Bergung. Auf den roten Standfässern, den Elefantenfüßen, soll der Tank später stehen, knapp 40 Meter lang, wenn alles gut geht. Außenhülle und Dämmung wurden für die Stahlseile bereits entfernt. Wenn der auf die Füße steht, ist morgen alle Kran weg. Und dann können die machen, was die wollen. Und wie ist dein Bauchgefühl? Klappt gut, das? Gut. Ja, muss klappen heute. Das muss klappen. Also Kräne wieder aufgebaut und Stahlseile eingehängt. Die Kräne müssen vollständig aufeinander abgestimmt arbeiten. Der Tank muss ständig in der Waage sein. Noch ist unklar, ob das teure Innenleben des Gastanks den Unfall ohne Riss überstanden hat. Der Auftraggeber ist ein Kunde aus Dänemark. Dort sollen die beiden Tanks Kohlendioxid speichern, müssen also 100%ig dicht sein. Langsam noch eine Tonne drauf. Es
240 Tonnen hängen jetzt am Haken. Bert darf sich jetzt keine Fehler erlauben. Arbeiten die beiden Kräne nicht synchron, fällt der Tank erneut. Nach links, Auto nach rechts. Der Tank muss exakt gerade auf den Elefantenfüßen stehen, sonst gibt es beim Weitertransport Schwierigkeiten. Maßarbeit. Die Bohlen einmal zur Seite und das Holz auch. Dann passt es. Der Tank ruht jetzt auf den Elefantenfüßen. Er ist Boom gefüllt. Er liegt Dora. Es hat geklappt, ohne irgendwo, dass sie sagen, von okay, ja, ganz ruhig und er steht auf der Straße. Hier, guck mal. Ja. Und Essen auch? Ja, türkisch. Ja, Döner. Das ist nicht normal. Das machen nicht immer. Manchmal muss man das machen, oder nicht? Wenn man so gut gearbeitet hat, dann ist das normal. Drei Tage später, wieder ein Sonntag. Heute geht es für den intakten Tank auf die etwa 30 Kilometer lange Reise zum Zielort. Gelben, das sind die, damit werden die Achsen gesperrt. Ingenieure und Polizei kontrollieren vor der Abfahrt den XXL-Schwertransport. Neu dabei ist ein großes Pendel, das anzeigt, wenn nivelliert, also ausgeglichen werden muss. Ja. Wieder dabei sind Projektleiter Bart van den Belt und der Polizist Klaus Hackmann. Ja, ich habe hier eine Mail gekriegt. Am Montag treffen Sie sich ja mit der Straßenmeisterei und dann geht es eben weiter mit dem Termin, wenn wir die Straße komplett wieder freigeben können. Ja, Will ist auch dabei. Ja. Bart van den Belt hat den Schock verarbeitet. Die vergangenen Wochen hat er mit den Planungen des Weitertransports verbracht. Ist schon auf dem richtigen Kanal? Ja, funktioniert. Okay. Gut, danke schön. Um kurz nach 7 Uhr sind die Prüfungen abgeschlossen und der Transport freigegeben. Wir werden mal sehen, ob was an Bevölkerung da ist, was dann nachher steht. Ich hoffe, dass sie noch viele noch schlafen. Gerade dann, wenn wir diese Nivellierungssituation, diese groben Nivellierungssituation vor Augen haben, dann wollen wir keinen Menschen rechts und links haben. Sollte er dann fallen, dann lassen wir den fallen. Dann gibt es nur Sachschaden, nur ist gut, aber es wird nicht passieren, davon gehe ich mal aus. So, wir können starten. Endlich, nach zweiwöchiger Unfallpause. 240 Tonnen sind wieder auf Achse. Doch das Gespann kann noch nicht einmal richtig Fahrt aufnehmen. Schon nach wenigen Metern müssen alle wieder raus aus ihren Autos. Ein Straßenschild steht im Weg. Ja. Immerhin, der erste Kreisverkehr ist geschafft. Doch trotz des frühen Sonntagmorgens wächst mit jeder Ortschaft die Zahl der Schaulustigen. Wir bleiben ein bisschen zurück. Ja. Die meisten erkennen das ja auch, haben wahrscheinlich auch Zeitung gelesen und wissen, wo das Problem liegt. Ein bisschen ruhig beginnen und dann da läuft es sehr gut. Ja. Ja. Wieder besonders im Fokus die Bäume. Ja, das passt. Der hat ein schönes Messgerät. Ja. 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 Nicht so viel, nicht so wenig. Nach den Erfahrungen der halben Bäume in Sögel wollen sie heute besonders sensibel sein.
so etwas. Was passiert, passiert? Muss doch ein Aster entfernt werden. Ja, das Bombenschnittthema war sehr wichtig. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das so niedrig wie möglich. Und wir haben ein Schild dazu, sodass wir dann... Wir haben viel Zeit. Die Gesamtstrecke sind 30 Kilometer. Das schaffen wir alle mal. Wir haben gesagt, viel Zeit lassen. Sicherheit geht vor. Diese Engstelle ist gemeistert. Und dann plötzlich kompletter Stillstand. Es gibt ein kleines technisches Problem. Der Sattelauflieger, der Spezialauflieger hat einen kleinen Motor und der ist ausgefallen. So, ja, und der geht an, der geht wieder aus und das wollen die jetzt eben gerade durch Überprüfungen feststellen, woran es liegt und das beheben. Ein technisches Problem. Bart van den Belt weiß, dass dieser kleine Motor extrem wichtig ist. Ohne ihn können Schräglagen nicht mehr ausgeglichen werden. Das ist für die Hydraulik in Anhänger. Aufatmen. Der Hydraulikmotor läuft wieder rund. Besonders schwierig sind Kurven, so wie diese hier. Vorne wird gezogen, hinten geschoben. Kurve gemeistert. Zwar liegt der Transport noch gut in der Zeit, aber weitere Probleme kündigen sich bereits an. Auf dieser kleinen Allee, wenn man so will, ist also nur das untere Astwerk geschnitten worden. Also keine Halbierung der Bäume. Aber können wir Farbe London mal zurück? Ja. Ja, die haben schon maximal viel stehen lassen. Also man, es sieht nicht so scharf geschnitten aus. Ja, ja, ja. Man kann das Unterschied zwischen das erste Stück dieser Sögen und nachher. Absolut, ja. Ja. Baumschnitt. Seit den halbierten Baumkronen von Sögel den ganzen Transport über ein Reizwort. Auch hier sind die Bäume im Vorfeld sehr zurückhaltend beschnitten worden. Darum muss jetzt immer wieder nachgearbeitet werden. Einen Kilometer weiter, Volksfeststimmung an einer Tankstelle. Sie alle warten auf den silbernen Koloss auf Rädern. Warum das ja in Sögel umgekippt ist. Jeder hofft, dass das hier dann auch noch mal kippt. Wir kommen hier hin, wird sofort ein Wagen aufgestellt. Die Leute haben alle gute Laune, obwohl die lange warten müssen, bis es kommt. Das ist super. Nicht super, gefährlich. Einsatzleiter Hackmann macht sich Sorgen um die Zuschauer. Insgesamt ist gerade neu mitgeteilt worden, dass oben an der Tankstelle sich doch etliche Leute versammelt hätten und die Logistik vorbereitet. Es gibt sogar Glühwein. Also der kleine Eventcharakter ist auch so nah an der Fahrbahn, an der Transportstrecke, dass wir da gleich wahrscheinlich noch ein bisschen intervenieren werden. Gehen wir mal raus hier. Treten Sie bitte zurück. Ja, ich muss unsere. Ja, aber an die Seite jetzt. Hallo. Hallo. Treten Sie bitte zurück. Sie auch bitte zurück. Ich meine weiter zurück. Ich möchte Sie nicht tragen. Bitte gehen Sie zurück. Treten Sie zurück. Ja. Zurück. Sie auch. Entweder steigen Sie aus. Zurück bitte. Weiter zurück. Gehen Sie zurück. Zurück bitte. Zurück. Gehen Sie bitte zurück. Aber alle anderen weg. Sie gehen bitte auch raus. Ich gehe auch raus? Ja. Gehen Sie raus, hier raus, komm. Wir wollen Ihnen nicht eine Zwangspause machen, das muss weitergehen, bitte. Gehen Sie auch bitte zurück? Ja. Gehen Sie bitte zurück? Nein, da ist es ja im Vorfeld gesagt worden, dass da auch schon so ein kleines Event draus gemacht wurde, Leute, die ein bisschen Alkohol getrunken haben. Dann muss man halt ein bisschen deutlicher sprechen, aber ich denke, es war ganz okay. Jetzt noch ein großes Hindernis, die Bundesstraße 401. Mit Auf- und Abfahrt,
dafür ist eine Vollsperrung nötig. Schulte, hier Havel. Hackmann, hallo Herr Schulte. Hallo. Herr Schulte, wir sind jetzt auf der Landesstraße 62 eingebogen. Das können Sie in dem Bereich schon zumachen. Nur noch wenige hundert Meter bis zur Bundesstraße. Der Verkehr auf dieser Bundesstraße ist A mehr und B schneller. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, die Straße machen wir komplett zu, um nicht das Risiko einzugehen, dass uns ein Fahrzeug mit, ich sag mal, 100, 110 km/h entgegenkommt. Dann wird es natürlich problematisch. Das erste Nadelöhr, die Auffahrt. Aha, okay. Zentimeter Arbeit mit 240 Rädern. Schwerstarbeit für die Zugmaschinen, so kurz vor dem Ziel. Die Auffahrt gemeistert, die Bundesstraße erreicht. Und schon nach einem Kilometer die letzte Prüfung, die Abfahrt. Noch ist alles im grünen Bereich. Ja, ja. Ja. Das hätte böse ausgehen können. Naja, die Problematik hat sich dadurch ergeben, dass bisher das ziehende Fahrzeug die Hauptlast gezogen hat. Das hat dann nicht ausgereicht. Das heißt, das schiebende Fahrzeug musste dann auch noch mal nachsteuern. Und in dieser Abbiegesituation ist es ja so, dass diese Schiebesituation auch zu einer Schräglage von dem Behälter führen kann. Daher sind sie auch ein bisschen zurückgewiesen worden. Könnte schwieriger werden, aber ist gut gegangen bisher. Und dann ist es vollbracht. Der erste der beiden Tanks hat das Hafengelände von Dörpen erreicht. 9 Monate nach dem verhängnisvollen Baumschnitt und 2 Wochen nach dem Unfall. Es ist auf jeden Fall ein beruhigendes Bild, das muss man sagen. Also, es ist erstmal auch ein hervorragender Verlauf gewesen. Jetzt haben wir natürlich auch den zeitlichen Ansatz für den zweiten, den wir am 29. transportieren werden. Die Voraussetzungen stehen damit und ich finde das Zusammenspiel war hervorragend. Hier auf dem Hafengelände soll der Koloss nun warten, bis er in 3 Wochen gemeinsam mit dem Unfalltank nach Dänemark verschifft wird. Besonders einem fallen mit dem erfolgreichen Transport wohl einige Steine vom Herzen. Das fühlt gut an, ja. Ja. Das gibt auch mehr Vertrauen, selbstverständlich auch für die Leute hier, dass es auch gut geht. Wie gesagt, sieht schön aus, so. Deswegen. Heute Nacht soll ich sehr gut schlafen, glaube ich. Und schließlich, 3 Wochen später, kommt auch er sicher im Hafen von Dörpen an. Im Emsland wird ihn so schnell wohl keiner vergessen. Den Gastank aus dem Graben.